nett, dass du meinen Laden wieder besuchst. So ein guter Fotograf wie du verdient ein schönes Fotoalbum. Du hast ja anscheinend alles gefunden. Ja, ich bin's. Captain Hook. Hey, das sieht toll aus. Fast wie ein verwunschenes Kind. Kann ich dir ein Geheimnis erzählen? Ich habe meinen Schatten verloren. Ich weiß nicht wie, aber er haut immer ab. Hilfst du mir, ihn zu finden? Für jemand so Schlaues ist das sicher leicht. Auf Wiedersehen. Oh, und sieh bitte nach meinem Schatten. Fliegen ist einfach. Man braucht nur Vertrauen und ein wenig Fliegen. Pinocchio schreibt gern seinen Namen. Ungelogen! Zeit für eine Teepause. Glückwunsch und willkommen bei den verwunschenen Kindern. Aber denk dran, mein Schatten macht immer davon, also behalt ihn im Auge. Mein Schatten spielt immer noch Streiche. Aber hey, ich wette, du kannst mir da helfen, oder? Bis dann, vergiss nicht, meinen Schatten zu suchen. Bist du ein verwunschenes Kind? Hier denn keiner, wie man fliegt?
Zauberstab, um das zu sammeln. Vince! Peter! Na, wohin geht die Reise? Hallo! Oh, hat jemand Donald gesehen? Was Schwinkepiet für dich hat? Eine Angel! Ich freue mich ja so, alle zu sehen. I used to be pretty charming myself. Ich hoffe, dein Besuch gefällt dir. Mit deinem Blaster kannst du die Lampen abschießen. Tut mir leid, wenn ich störe. Bis dann!
Ich besorge euch allen einen Nicht-Geburtstagspartner. Okay. Es wird immer so gemacht, wie die Königin will. Das sollte man schnell lernen. Der Hutmacher ist verrückt nach Autogrammen. Freude ist ganz auf meiner Seite. Hallo. Meine Freunde, die Blaukehlchen, haben erzählt, dass du sehr beschäftigt bist. Ich habe eine Überraschung für dich. Einen Zauberstab von meiner guten Fee. Er soll dir helfen, viele wunderbare Dinge zu tun. Gib gut Acht auf dieses Geschenk und setze es klug ein. Der Ball wird schon bald beginnen. Und du musst dich natürlich für diesen königlichen Anlass angemessen kleiden. Wenn du mir Stoff, Nadel und Zwirn beschaffst, würde ich dir gerne etwas Besonderes nähen. Mit der Hilfe meiner Mäusefreunde dauert es nicht lange. Wie wunderbar! Danke. Natürlich, es ist mir eine Freude. Dein Wunsch ehrt mich. Dein Kleid für den königlichen Ball wird sehr elegant. Es ist echte Magie! Du siehst sehr magisch aus. Jetzt suche nach etwas, das du verzaubern kannst. Etwas Glitzerndes. Mach es einfach so. Abracadabra, simsalabim. Sieh dir das an. Genau wie Niki als Zauberlehrling. Ohne Besen. Lass uns noch mehr Sachen zum Verzaubern finden. Da oben! Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Du bekommst einen Stab von der Weh! Cool! Schön. Passt in einen. In a minute, guys.
bist jederzeit willkommen. Du musst in Eile sein, aber... Perfekt. Das Tüpfelchen auf dem I. Vielleicht können wir gemeinsam zum Ball gehen. Oh, und wenn du noch mehr Zwirn finden solltest, bringe ihn bitte zu mir. Wir können ihn gut gebrauchen. Etwas schüchtern. Ich bin auch schüchtern. Uns ist jede Art von Zwirn recht. Wir brauchen viel für die Sachen, die wir anfertigen wollen. Meine Stiefmutter erwartet sicher ihr Frühstückstablett. Das wird ihr bestimmt nicht gefallen. Oh, der Prinz möchte sicher jeden kennenlernen. Wie schön die Gärten sind. Und so gepflegt. Das war viel Arbeit. Entschuldigung. Hallo, junger Herr. Mein Name ist Aurora. Wie schön, dich kennenzulernen. Oh, du kommst gerade rechtzeitig. Meine Tante Sonnenschein hat bald Geburtstag und Fauna und ich wollen ihr einen besonderen Kuchen backen. Aber bevor wir anfangen können, müssen wir unser Backzubehör finden. Kannst du uns bei der Suche helfen, während wir uns das Rezept ansehen? Wie geht es dir? Oh, ich danke dir. Meinen königlichen Namen oder den Namen, den mir meine Tanten gegeben haben? Das ist sehr aufmerksam von dir. Meine Güte, wie anmutig du bist. Wir sehen uns später. Und bitte vergiss unser Backzubehör nicht. Oh, Prinz Philipp sieht so gut aus auf seinem Pferd. Da oben! Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Schön, dich zu sehen. Nichts aus, wenn ich mit den Leuten hier rede. Alle sehen so freundlich aus, gar nicht wie Fremde. Da drüben ist Mini. Sie liebt Fotos. Wetter. Wozu die Eile? Guten Morgen.
Bis bald, hoffe ich. Hey, falls ihr Pluto seht, sagt doch bitte. Mache ich einen Spaziergang im Wald. Ich besuche doch die kleinen Kaninchen und Eichhörnchen so gerne. Oh, danke. Wie nett von dir, uns zu helfen. Sonnenschein wird sich über den Kuchen freuen. Du musst gehen. Auf bald. Hab noch einen schönen Tag. Du bist sehr höflich. Ich hoffe, wir haben Zeit, uns etwas besser kennenzulernen. Hey, Kumpel. Du bekommst das. Der König selbst wäre froh, wenn er einen solchen Schatz in seinen Schatzkammern hätte. Eben erst aufgewacht? Nach einem langen Mittagsschlaf rede ich auch wenig. Oh, bis später. Okay, stop right there. Was für ein herrlicher Tag. Du bekommst einen Stock von Naveen! Spaß zu haben, ist hier ein Vollzeitjob! Wow, ein echt schöner Tag! Unterhalten. Der große Wahltag naht. Minnie und ich bereiten alles vor und könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Wärst du so lieb, ein bisschen Deko für uns zu besorgen? Wer, ich? Echt? Na, ich dachte schon, du fragst nie. Es war mir ein Vergnügen. Oh, bis später. Mit deiner Hilfe wird das Rathaus von Toontown toll aussehen. Das ist ja ein nettes Karussell da drüben. Schwingen wir uns mal drauf. Manche Gegenstände sind hoch oben versteckt. Wenn du da oben etwas glitzern siehst, hole es mit deinem Zauberstab herunter. Ballon, Stufe 6! Anybody want to go in the jungle?
on Pirates of the Caribbean with me? Was für ein schöner Tag für einen Besuch. Die Königin erklärt, dass Hüte nur an Montagen zu tragen sind. Hallo, hier bin ich. Hoffentlich hat der Schönheitssalon auf. Mein Look braucht eine Auffrischung. Vergiss nicht, wir wollten Daisy helfen. Sag mal, hast du schon ein Foto mit Goofy gemacht? Da oben! Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Oh, das ist klasse! Dann können wir gleich anfangen zu dekorieren. Danke! Weißt du, du warst wirklich eine große Hilfe. Schau doch mal, ob Minnie noch irgendwo Hilfe benötigt. Tschüss! Und vergiss Minnie nicht! Wo bleibt Donald nur? Wir waren doch verabredet. Wenn ich eins mag, dann sind das Leute, die sich schick kleiden. Thank you.
alles für eine Wahlparty herauszuputzen, ist wirklich viel Arbeit. All das Fegen und... Oh, warte! Wir könnten magische Besen gebrauchen. Micky kennt einen Zauber, der die Besen dazu bringt, uns zu helfen. Würdest du ihn fragen? Es ist mir eine Ehre. Wie lieb von dir zu fragen. Danke. Viel Spaß. Ich hab dich lieb. Micky und ich lieben solche Tage einfach. Oh, es gibt so viel zu tun. Ich habe großes Glück, dass ich heute mit allen ja, hier sein vielleicht kann. Könnte ich... Oh, du willst Minnie mit etwas Magie helfen? Oh, Junge, das letzte Mal, als ich versucht habe, die Besen zu verzaubern, sind sie durchgedreht und haben mir nicht mehr gehorcht. Hast du mehr Glück. Aber zuerst musst du dich passend anziehen. Ich wette, irgendwo hier findest du so ein Zauberkostüm wie meins. Na, bis dann. Ich bin gespannt, wie du verkleidet aussiehst. Das wird bestimmt großartig. Hallo, Leute. Schön, euch zu sehen. Willkommen im Five and Dime. Unsere Sachen werden dir gefallen. Wir haben eine Menge Kostüme für dich zur Auswahl. Du hast eine Wahl getroffen. Steht dir aber wirklich gut. Jetzt kannst du deine Magie an den Besen ausprobieren. Erweck sie zum Leben und fege das Rathaus von Toontown für Minnie schön sauber. Viel Glück mit den Besen. Denk dran, mit Magie muss man vorsichtig sein. An einem sonnigen Tag ist es hier am schönsten.